Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meinen Rosenkohlauflauf vorstellen. Ihr mögt keinen Rosenkohl? Ich eigentlich auch nicht. Aber so in der Form wirklich super lecker. Probiert's aus. Ich verspreche euch, wenn ihr meinen Rosenkohlauflauf gemacht habt, dann mögt ihr auch Rosenkohl. Schaut's euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, alles liegt bereit. Wir brauchen natürlich Rosenkohl für den Rosenkohlauflauf. Wir brauchen außerdem Eier. Ich habe vier genommen, die waren nicht so groß. Drei tun es vielleicht auch. Schmand, Sahne, ein bisschen Kräuterfrischkäse. Außerdem brauchen wir ein bisschen Emmentaler und Cashewnüsse. Außerdem für die Form nachher und auch für den Geschmack das rauchige, ein bisschen Bacon. Außerdem würzen wir Muskat, Pfeffer und Salz. Und das war's schon. Ja, zunächst putze ich mal den Rosenkohl und das ist immer die nervigste Tätigkeit, finde ich. Deswegen mache ich ihn auch eigentlich ungerne, weil das ein bisschen dauert. Denkt dran, wenn ihr ihn putzt, schneidet die Stiele kreuzförmig ein, dann werden die genauso schnell weich wie der Rest, dann verkocht euch der Kohl nicht. Wenn ihr damit durch seid, kommt der Kohl in den Topf, heißes Wasser mit ein bisschen Salz. Ich sag mal 8 Minuten, 9 Minuten mal einstechen zwischendurch. Der sollte noch bissfest sein, der geht erstmal auf den Herd. Jetzt rühren wir unsere Eier-Sahnemasse an. Zunächst mal Sahne und dann kommt Schmand. Und dann habe ich hier für den Geschmack noch so ein bisschen Kräuterfrischkäse genommen. Außerdem würzen wir mit Salz, mit ruhig ordentlich Pfeffer. Rosenkohl verträgt Pfeffer. Und außerdem Muskat, das passt sehr gut zu Rosenkohl. Ja, dann geben wir in die Masse noch unsere Eier hinein. Und die Masse verrühren wir jetzt richtig gut, bis sie homogen ist, bis man nichts mehr sieht an Eiern. Stellen das weg und hacken zunächst unsere Cashewnüsse, die müssen gar nicht so klein sein. Und dann habe ich hier eine Springform genommen, die man so aufmachen kann. Das hat sich eigentlich bewährt, das ist ein ganz praktisches System und die belege ich im Boden erstmal mit Bacon. Dann kommt mein inzwischen abgegossener, etwas, wenn es geht, abgetrockneter Rosenkohl dazu, den wir jetzt hier einfach einführen in die Springform mit dem leckeren Baconboden. Ein bisschen andrücken, aber nicht doll. Und dann gießen wir jetzt einfach über den Rosenkohl hier unsere Eiermasse. Die Menge war ziemlich passend. Ihr müsst mal gucken, der soll nicht schwimmen, der Rosenkohl. Also so, dass er gerade so bedeckt ist. Ja, dann geben wir als vorletzten Schritt jetzt hier unsere Cashewnüsse über den Rosenkohl, über die Masse. Und wenn wir die Nüsse verbraucht haben, dann kommt auch schon unsere letzte Zutat. Dann streue ich jetzt hier nochmal den Käse auf die Oberfläche. Und wenn wir den Käse verarbeitet haben, dann war es das auch schon. Und jetzt kommt unser leckerer Auflauf, bei mir jedenfalls 180 Grad, 30 bis 40, 45 Minuten. Macht den Holzstäbchen-Test, ob die Masse geronnen ist. Und dann können wir gucken, ob es geklappt hat. Ja, ich habe ihn rausgenommen jetzt. Käse ist schön braun geworden, die Masse war gestockt, habe ich mit dem Holzstäbchen vorher getestet. Und lässt sich auch relativ gut aus der Form entfernen. Und der ist tatsächlich so fest geworden, der ist schnittfest. Also ihr könnt wirklich Tortenstücke rausschneiden. Und es ist schon eine Hauptmahlzeit. Also ihr könnt ihn als Gemüse servieren oder als Hauptmahlzeit. Er schmeckt wirklich sehr lecker. Nicht so rosenkohlig, aber immer noch nach Kohl. Schön lecker mit dem Bacon und dem Käse. Würzung genau richtig. Also ich finde, mein Rosenkohlauflauf hat prima geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.